In Köln-Bilderstöckchen sind Tom Meyer und Gino Meyer auf Fußstreife. Dort ist zunächst alles ruhig. Doch dann werden die Beamten von einer Autofahrerin um Hilfe gebeten. Ich habe hier ein Problem mit meinem Wagen. Sagen Sie mal, erzählen Sie. Was ist denn los? Ja. Und dann wollte ich hier rüber und dann habe ich hier so einen Kratzer entdeckt. Hier aber vorne. Der war definitiv gestern Abend noch nicht da. Die schwarzen hier vorne? Ja. Die dunklen Streben. Wahrscheinlich heute Nacht oder heute Morgen irgendjemand dagegen gefahren. Ich weiß es nicht. Mhm. Also das war definitiv gestern Abend nicht. Sonst haben Sie nichts? Nee, ich habe mir das auch jetzt, ich habe das auch fotografiert und also das ist eigentlich nur ganz vorne. Ne? Sie haben da vorne noch was unter dem Wischerblatt geschrieben. Haben Sie das schon gesehen? Nee, wo? Oh. Ich bin so aufgeregt. Alles gut, alles gut. Es passiert öfters. Leider passiert das öfters. Was ist das für ein Zettel? Vollidiot steht drauf. Auch noch. Auch noch. Lassen Sie das auf den Bürgersteig gehen. Gehen wir auf den Bürgersteig. Was ein Glück, dass ich hier antreffe. Also ich bin echt fix und fertig. Das ist ein Knöllchen. Seid ihr Knöllchen? Das ist nicht von mir, nee. Das ist vom Flughafen. Ja, da sind wir weit von weg. Ja, Kennzeichen also. Köln FI. Das ist ein anderes Kennzeichen. Unter dem Scheibenwischer der Geschädigten haben wir ein Parkticket gefunden. Das kam uns in diesem Fall sehr zugute, denn auf so einem Parkticket steht meistens auch das Kennzeichen drauf. In diesem Fall das Kennzeichen des Unfallverursachers. Köln, Trennung, Friedrich Ida, 531. Ja, habe ich. Ist gemeldet auf eine Frau Nadine Kuttner. Ist gemeldet an eurem Standort, Hausnummer 26. Ja, das ist aber ein Zufall. Ja, wir sind hier, das ist fußläufig. Ja, vielen Dank. Hast du den Namen? Kuttner, ja. Weißt du, am Weg ist er dir, ne? Okay. Arnold, für die 1535 noch ein Nachtrag. Wurde von der Frau Kuttner ein Unfall gemeldet? Negativ, keine Einträge. Ja, mit. Wir nehmen hier die Personalien und den Unfall soweit auf, entlassen dann die Dame hier vor Ort und gehen dann zu der Frau Kuttner. Komm, hab verstanden. Hab ich mit. Auch am Auto der tatverdächtigen Anwohnerin entdecken die Beamten Kratzer. Sie wollen umgehend die Fahrzeughalterin befragen. Doch die Frau reagiert nicht auf das Klingeln. Es wird geschrien. Hast du das? Ja. Frau Kuttner, ist die Polizei. Machen Sie mal die Tür auf. Ja, ist ja gut. Ich komme. Ja, sie kommt. Ja, wunderbar. Doch jemand da. Nicht in der Badewanne. Ja, kommen Sie, Frau Kuttner. Wunderbar. Ja, schönen guten Tag. Frau Kuttner, ist alles in Ordnung? Ich habe Schrei gehört. Nein, ist alles in Ordnung. Was ist mit Ihrem Arm? Kampfsport. Kampfsport? Kampfsport. Ja, Kampfsport, Selbstverteidigung, dann sieht das schon mal so aus. Können Sie sich vorstellen, warum wir Sie aufsuchen? Nee, gerade nicht. Warum? Können wir kurz zu Ihnen reinkommen? Ja, wir müssen ja nicht draußen stehen und uns unterhalten. Muss ja nicht jeder mitkriegen. Gut, wenn es sein muss. Wenn es ja, danke schön. Für Sie in Ordnung ist? Ja. Ja. Frau Kuttner, ist wirklich alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Warum? Fragen Sie. Okay. Frau Kuttner, Sie haben ja ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen Köln, Friedrich Ida, 531. Ja, haben wir auch draußen gesehen. Ja. Sie haben einen Kratzer vorne links. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Bei uns ist es aufgefallen. Ja. Wissen Sie, wie es uns aufgefallen ist? Nein. Weil eine Dame in derselben Höhe auch einen Kratzer hat. Und hinter der Windschutzscheibe war dieses Ticket gesteckt. Ja, war ja klar. Und auf dem Ticket ist das Kennzeichen von Ihnen. Ja. So, jetzt nehmen wir natürlich ganz stark an, dass der Kratzer von Ihnen stammt. Ja, die hat wieder so bescheuert geparkt. Na, jetzt kann ich sagen. Moment, bescheuert parken ist eine Sache, aber dagegenfahren ist die andere. Genau, und das nicht zu melden, stellt ist auch noch eine Straftat dar. Ich habe da reingelegt. Sie haben den da reingelegt? Ja. Ich bräuchte Ihren Ausweis und dann bräuchte ich natürlich auch Ihren Führerschein und die Zulassungsbescheinigung, bitte, ja? Trotz des Geständnisses der nervösen Fahrerin ist der Einsatz noch nicht beendet. Um zu klären, was es mit den Schreien auf sich hatte, wollen sich die Beamten umschauen. Mal bei den Temperaturen hier die Terrassentür offen ist natürlich auch so eine Sache für sich, ne? Jeder muss ja mal lüften. Ja, sicher, aber schönes Gärtchen. Also hinten ist nichts, Gino. Hinten ist nichts? Nein. Oder nach vorne raus, meinst du? Oh. Einen wunderschönen guten.
Alles gut mit Ihnen? Nee, mein Fuß. Ihr Fuß? Was haben Sie denn gemacht? Sind Sie umgeknickt oder was? Ja, ich hab mich auch voll auf die Fresse gelegt. Gehören Sie denn hier zum Haus? Ich bin der neue Gärtner. Sie sind der neue Gärtner. Ja. Versuchen Sie mal aufzustehen. Ich helfe Ihnen mal. Sie können sich auch gerne auf die Treppe setzen, ne? Vielleicht gehen wir besser oder rein, gehen wir hoch. Ist ja doch was kalt. Dann werde ich Sie noch mal, meinen Sie, Sie schaffen die Treppe? Sie sind der Gärtner. Ich meine, sowieso ein Gärtner sehen Sie jetzt nicht gerade aus, ne? Die Polizisten wollen den verletzten Mann hinsichtlich der Schreie befragen. Zur gleichen Zeit trifft auf der Wache Köln-Mülheim ein erboster Fahrkartenkontrolleur samt demoliertem Fahrrad ein. Ein Fall für Peter Rothmeier. Guten Tag. Ja, danke, das ist aber nett von Ihnen. Herr Mann, lassen Sie draußen, dann brauchen wir dreckige Fahrradtücher in der Wache. Ja, ich kann Ihnen sagen, das ganze Ding habe ich auch hingeschleppt vom Müllemann. Ist das Ihres? Ach, hören Sie auf, ey. Ja, ja, das hat irgendeiner mir so hingelassen. Also, ich wurde noch ganz wie ja. hingestellt. Dann, ja, ne? Okay. Ne? Und jetzt lohnen Sie sich da an. Ich habe gerade 4 offen, ja. Ne? Ich ja. bin Kontrolleur bei der Verkehrsbetriebe, komm, Russ. Hätte mir Ihnen das Ding derart zusammengetrottet und kaputt ja. gemacht und abgerissen. Ja, ich habe eine ganze Zwischerin, ne? Ja, dann kommen Sie rein, machen wir eine Sachbeschädigungsanzeige. Das ist nett. Ausweispapier haben Sie dabei? Alles, alles. Super, alles, dann kommen ja. Sie mit. Und noch viel mehr. Also, das ist ja der Einzige, was der. Kommen Sie, gehen die 5. Rechts Geld auch hingelassen. Tag zusammen, Tag. Nehmen Sie Platz. Herzlichen Dank. Also wenn wir Einsätze bei Verkehrsbetrieben haben oder für die Verkehrsbetriebe wahrnehmen, dann handelt es sich meist um Personalienfeststellung, weil da jemand randaliert hat und den Kontrolleuren gegenüber keine Personalien angeben will zum Beispiel. Ja, also das waren alles Teile, die da dran waren. Ja. Die hätten mir abgetrottet und abgerissen. Können Sie eine Tüte lassen. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, nicht dabei. Ne? Ja. So, also ich kann das ja nicht verstehen. Ich meine, ich bin doch normalerweise gut, ich bin Kontrolleur bei der Verkehrsbetriebe. Ja. Da hätten wir schon der ein oder andere, aber ich wüsste jetzt ja nicht, wer mit dem einen Stuss hätte. Ne? Ich bin ja auch nicht so eine ganz harte Sau. Ich bin ja normalerweise, also ich lasse auch uns eine 5, 3 Grad sein okay. und lasst uns eh nicht. Die anderen Fahrräder, die jetzt daneben standen, neben nix, ihrem, nur meins. Nichts, nur meins. Ja, okay. ja, das ist ja gerade das Dumme. Ob da vielleicht mal einer Brass auf Sie hatte? Jo, ich könnte Ihnen jetzt echt nicht sagen, wer. Also, ich wüsste jetzt keine, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ah. Aber was noch viel wichtiger ist, Herr Schutzmann, los und seh, das hätte mir dann da in ihr Lad im Mingebügel führen, ne? Und was komisch gut hier, der Schlüsselbund, der lag auch dabei, aber da kann ich jetzt ja nichts sagen. Der lag daneben. Der lag daneben. Ich meine, wenn ich das lese und ich sehe hier die Patrone, ob da. Ich lasse mich nicht innen schüchtern. Ne? Noch so ein Ding, dann zerlegt mehr als nur dein Rad. Ja, also der deutschen Sprache im Schrift wurde nicht ganz so mächtig. Das geht, das geht, ne? Das ist doch eine Bedrohung, ist das hier auch noch. Ah, ne? Bedrohung. Lassen wir uns nicht. Ich meine, auch mit dem Patrönchen, hey, lassen wir uns die Kirche im Dorf lassen. Ne? Aber trotzdem, ich meine, man muss ja uns ein bisschen. Also, wenn einer ein Problem hat, soll er mit mir schwadern. Ja, kein Problem. Ja. Aber Sachbeschädigung, das geht natürlich nicht. Nee, das geht gar nicht. Der 54-Jährige hat auch im Privatleben keine Feinde. Während ihn Peter Rothmeier weiter befragt, trifft der nächste Kontrolleur ein. Paul Richter empfängt den Mann. Ja, guten Tag. Grüß dich. Was kann man tun? Weber, ich sage dir jetzt im Jut, du ziehst dein Ding zurück. Ich hatte damit nichts zu tun, ja? Einmal zu mir. Einmal, hallo. Einmal Luft holen. Kann ich auch nicht angehen jetzt. Dann Luft holen, ruhig jetzt. Fahr mal runter, du. Besser, das ist ein Arbeitskollege. Das ist ein Arbeitskollege von mir, aber das ist ein kleiner Choleriker. Der ist ein bisschen doll im Kopf, der Kerl. Okay. Wollen Sie ihn anzeigen oder was? Nö. Nein. Ich weiß ja nicht, womit geht. Nein, das ist einfach nur mit dem Fahrrad gekommen, eine Sachbeschädigungsanzeige. Ja. Benennt aber keinen Beschuldigten oder sowas. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Okay. Nee. Sonst nichts Interessantes dabei. Was haben wir gefunden? Schlüsselbund? Richtig. Schlüsselbund war am Tatort noch. Den können wir noch nicht zuordnen. Fragen wir. Hier vermissen Sie einen Schlüssel von sich? Nee, ich vermisse keinen Schlüssel. Ich habe meine Schlüssel alle da. Nee, also der Kollege hat mir gerade gesagt, um Sie geht das ja nicht. Das ist eine Anzeige, unbekannt war ein Fahrrad kaputt. Das hat mit Ihnen überhaupt nichts zu tun. Ich hoffe, du bleibst alle dabei, dass ich nichts damit zu tun habe, mein Freund. Oh, ja, sag ich im Mute. So, hey, Sie sind auf der Polizeiwache. Ja. Ne? Luft holen. Er trägt mich aber auf, sowas. Ja, mich regt auch vieles auf, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Tun Sie mir Gefallen, verlassen Sie die Wache wieder. Es ist nichts gegen Sie. Brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ja, ist auch gut. Das habe ich auch für dich, Junge. Ja. Unglaublich, sowas. Guten Tag. Was machst du da? Ich warte hier. Und die Treppe hat eine internationale Praktikantenstelle für dich, oder was? Quasi. Nee, ich meine, das ist keine Wartehalle, das ist eine Polizeistation, ne? Ja, ich warte auf meine Mutter. Ich wollte eine Aussage machen, ich habe einen Unfall gesehen und... Dann stehst du da. Jo. Dann würde ich dir vorschlagen, das ist eine kleine Einladung, dann kannst du gerne mit auf die Wache kommen und dann warten wir auf deine Mutter. Gerne. Wenn du eine Aussage machen willst, bist du hier richtig.
So, dann kommen wir mal gerade rein, wenn es Ihnen recht ist, ja? Wen haben Sie da? Ihren Gärtner. Das ist nicht mein Gärtner. Och, das muss Ihr Gärtner sein. Wir gehen mal gerade hier am Tisch entlang. Ja, er kann sich ja gerne mal hier hinsetzen. Das ist nett von Ihnen, danke schön. Er ist irgendwie die Treppe runtergesegelt und hat sich den Fuß verknickt. Okay. So. Sie kennen Ihren Gärtner nicht? Nein, ich kenne den Mann nicht. Kennen Sie die Dame? Nein. Also wenn er nicht der Gärtner ist, dann habe ich vielleicht den Verdacht, dass hier auch ein Einbruch vorliegen könnte. Vielleicht in Nachbarschaft. Kein Einbruch. Ich bräuchte auf jeden Fall Ihre Papiere. Haben Sie was dabei? Ich habe nichts dabei. Gar nichts dabei? Nein. Wie ist denn der Name? Genau, geben Sie den Namen. Paul Sommer. Paul Sommer. Sommer wie Winter, ja? Ja. Wann sind Sie denn geboren, Herr Sommer? 7.11.84. Tom Meyer lässt die Personalien überprüfen. Dabei wird klar, der Mann hat falsche Angaben gemacht. Das Polizeiduo will seine wahre Identität ermitteln und sucht deshalb nach seinem Personalausweis. Herr Bernicke. Ja, das ist Gärtner, meine. Man kennt sich nicht. Also, was ist hier überhaupt los? Also, hier ist irgendwie eine Farce, die uns hier vorgespielt wird, da habe ich keinen Bock drauf. Mag Butter bei die Fische, ich werde langsam ein bisschen stinkig. Sie sagen, Sie kennen ihn nicht, haben sein Portemonnaie hier oben drin liegen, haben Rötungen am Arm. So, was ist hier los? Kann ich jetzt nichts drüber sagen. Da können Sie nichts zu sagen. Aber Sie kennen den Herrn wohl offensichtlich. Ich frage den Herrn erstmal ab. Ja, frag den erstmal ab. Arnold für die 1535. Arnold. Ja, es geschehen auch Wunder. Wir haben jetzt den Ausweis von dem Herrn hier vor Ort aufgefunden. Es handelt sich nicht um den Paul, sondern Raul mit Romeo. Benecke, ich buchstabiere, Bertha Emil Nordpol Emil Kaufmann Emil, geboren 04121982. Ja, habe ich. Da gehen hier gleich die Signallichter an. Der Fahrer aufgeschrieben, der war auf Freigang. Der saß ein wegen mehrerer Raubdelikte. Und ist nach dem Freigang nicht zurückgekommen. Ja, habe ich verstanden. Schick uns bitte ein weiteres Einsatzmittel vor Ort, das ihn abholt. Wenn jemand im Vollzug ist und dann auf Freigang ist und nicht zurückkehrt, wird natürlich zur Fahndung ausgeschrieben. Er tut sich selber keinen Gefallen. So oder so, wir werden ihn finden. Und dann muss er sich das Ganze natürlich noch mal absitzen. Sie haben gehört, wahrscheinlich über Funk, was los ist. Das ist nur, weil die zu blöd ist, für Auto zu fahren. Willst du mich verarschen? Mensch, wo hast du deinen Führerschein gemacht, weißt du? Ja, wegen dir darf ich jetzt in den Knast. So, Sie kommen jetzt mal ein bisschen zur Ruhe, Herr Benecke. Was ist jetzt los? Erzählen Sie mal. Ja, kein Wunder, dass ich nicht sagen durfte, dass du bei mir bist. Deswegen? Und mir machst du jetzt Vorwürfe wegen dem Auto? Du bist das doch selber schuld. Mal eine blöde Frage. Die Spuren, die wir anfangs bei Ihnen am Arm gesehen haben. Von wem sind die Spuren? Von ihm. Ja. Hat er sie dort hart angepackt? Ja, weil ich das Auto kaputt gemacht habe. Das verdient. Moment, das ist auf jeden Fall eine weitere Straftat. Ne? Anscheinend scheinen sie das zu sammeln. Ne? Also ist eine Körperverletzung. Ja? Für sie ganz wichtig, das müssen sie sich attestieren lassen. Ja? Okay. Machen Sie das gleich im Anschluss zum Arzt gehen. Ja? Das heißt, Sie haben das Auto gefahren, war richtig. Ja. Ne? Soweit. Ja. Okay, wir werden Sie jetzt fesseln. Sie werden mitkommen, weil bei Ihnen auch die Fluchtgefahr besteht. Ja? Machen Sie irgendwelche Faxen, legen wir auf den Boden, Sie unten, wir oben, wollen wir nicht. Verstanden? Ich muss Ihnen ja nicht nochmal auf den Fuß treten, oder? Okay, aufstehen. Die junge Frau muss sich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Unterdessen trifft auf der Wache Köln-Mühlheim die Mutter des 16-Jährigen ein, der Zeuge eines Unfalls geworden ist. Was haben Sie denn gesehen? Das war irgendwo in Mühlheim. Da habe ich einen Unfall gesehen. Ja. Einen Auffahrunfall, so. Ne, und ja, und das wollte ich jetzt hier melden. Okay, irgendwo mit irgendwem? Ist konkret, da musst du ja schon werden. Ich kenne mich in Mühlheim nicht aus. Lasse! Wo wohnen Sie denn? Mit Buchheim? Das ist direkt um die Ecke. Du hängst mit deinen Freunden ständig in Mühlheim ab. Du kannst mir nicht sagen, dass du in Mühlheim nicht auskennst. Was erzählst du für einen Quatsch? Woher willst du wissen, wo ich abhänge? Weil ich deine Kollegen kenne. Okay, sind Sie hier neu zugezogen oder? Nein, wir wohnen schon Ewigkeiten hier. Okay. Ich meine, Sie sind ja zu uns gekommen. Das heißt, Sie wollen sich ja hier offerieren. Sie wollen uns ja gegenüber eine Aussage machen. Das ist richtig. Sie sind ja für uns jetzt ein Zeuge. Das haben Sie richtig erfasst. Dankeschön. Ich muss Ihnen helfen jetzt. Ne? So, das heißt? Ja, das war ein Unfall. Ein weißes Auto stand an der Ampel und ein rotes oder schwarzes, kann auch gelb gewesen sein, ist hinten drauf gefahren. Das musst du ja unterscheiden können, rot, schwarz oder gelb. Weil du bist doch nicht dumm, Junge. Einmal zurück. Jo.
Ja, das war. Genau, an der Ampel stand ein weißes und hinten ist ein gelbes reingefahren. Fällt dir wieder ein? Ja. Haben Sie sich denn irgendwie das Kennzeichen aufgeschrieben oder gemerkt? Sind Sie da hingegangen? Haben sich mit den Leuten ausgetauscht? Ich habe mit denen ich habe auch einen Krankenwagen gerufen. Ach, einen Krankenwagen haben Sie auch gerufen? Ja, ja, weil da jemand schwer verletzt war, das ist. Ja. Also wir als Polizeibeamte, wir haben natürlich schon eine gewisse Menschenkenntnis. Und das war so eine schwammige Zeugenaussage. Er wusste in dem Stadtteil nicht, in dem er aber eigentlich wohnhaft ist, in welcher Straße er war, um wie viele Fahrzeuge es sich gehandelt hat, welche Farben die Fahrzeuge hatten, wer überhaupt beteiligte Personen sind. Und da ging so viel durcheinander, dass ich ihm seine ganze Aussage nicht abgenommen habe. War wenig glaubhaft. Straße, Sie müssen auch wissen, in welcher Straße Sie sich befunden haben. Berliner Straße. Berliner Straße, okay. Pass mal auf, dann lassen Sie mich mal. Sie holen mal erstmal den Ausweis raus, ja? Boah, Sie vielleicht auch? Bitte? Ob ich den mit habe, aber ich glaube schon. Na ja gut, Ihre Mutter wird Sie ja im Notfall kennen, ne? Mhm. Glaube ich. Danke. Ja. Sag mal, gab es heute irgendeinen schweren Unfall? Oder jetzt gerade in Mülheim auf der Berliner Straße? Dreimal Verursach, keine Personenschäden. Also was ist mit schwerer Unfall jetzt? Personenschäden. Ja, mit Personenschäden, weil er angeblich einen Krankenwagen also heute hat. Nein, heute nichts. Also bei uns nicht. Wo hast du denn die Straße? Berliner Straße. Nicht bei mir angeguckt. Mit Krankenwagen sowieso nicht, das wüsste ich. Was war denn das hier gerade für eine Geschichte? Das war Sachbeschädigung. Das war doch da in der Ecke, oder nicht? Das war Mülheimer Ecke, Klevischer Ring, aber... Berliner Straße, Klevischer Ring, Berliner Straße. Genau, aber ging um Sachbeschädigung Fahrrad. Hat mit dem Unfall gar nichts zu tun. Und wir hatten 4 Unfälle, meine ich heute, und das war alles Sachschäden. Polizeioberkommissar Stefan Sindera schließt sich mit seinem Kollegen Peter Rothmeier kurz. Er lässt sich dessen Ermittlungsstand schildern und hat eine Vermutung. Vielleicht haben die beiden Sachen miteinander was zu tun. Wenn das so ist, ne? Wir haben den Zettel und den Schlüsselbund hier am Tatort gefunden. Okay. Dann frag doch mal, ob er vielleicht da was zu sagen kann. Weil den können wir noch nicht zuordnen. Okay. Wie heißt der denn, der junge Mann? Herold, Lasse Herold. Lasse Herold? Den hatte ich letzte Woche in der Kontrolle gehabt, den habe ich rausgezogen, der ist schwarz gefahren. Nee. Ja klar, da habe ich eine Anzeige geschrieben, 100% bin ich mir sicher, ist aktenkundig. Also Sie sind Kontrolleur? Ich bin Kontrolleur bei den Verkehrsbetrieben. Okay. Und mein Fahrrad ist beschädigt worden und den habe ich letzte Woche kontrolliert, 100% bin ich mir sicher, den habe ich aus dem Zug geholt, der ist schwarz gefahren, der Junge. Er weiß Bescheid, nicht, dass der die Karre kaputt gemacht hat von ihm. Okay, also Sie haben ein zerstörtes Fahrrad? Ja. Okay, haben aber nicht beobachtet? Nein, ich habe das nur so vorgefunden, nach meinem Dienst. Okay, also örtlich würde es halt passen, ne? Also örtlich ja. Absolut top. Okay, dann höre ich da nochmal nach und hat mir schon mal viel weitergeholfen. Ja. Ja, bin ich mal gespannt. So, Familie Herold. Glücklicherweise ist heute oder in den letzten Stunden keiner zu Schaden gekommen in der Berliner Straße, was schon mal ganz gut ist. Was erzählst du denn Quatsch? Ja genau, da haben sie mir halt einen Bären aufgebunden, das stimmt nicht. Das Einzige, was dort stattgefunden hat, das ist die Zertrümmerung, sprich Sachbeschädigung in dem Fall, eines Fahrrades. Vielleicht haben sie da irgendwie was zu sagen oder damit zu tun. Du sollst die Polizei nicht anlügen, denk dran. Fahrrad vom Kontrolleur habe ich nicht kaputt gemacht. Wer hat von einem Kontrolleur gesprochen? Sie gerade. Nein. Habe ich nicht. Habe ich in der Tat nicht. Es ist aber so, dass sie tatsächlich wohl letzte oder vorletzte Woche einen Kontrolleur beim Schwarzfahren erwischt hat. Bitte? Mhm, ach, davon wissen wir gar nichts, okay. Mal Lasse. Und sagt Ihnen denn zufällig dieser Schlüssel irgendwas? Der lag nämlich neben dem zertrümmerten Fahrrad. Nee, den kenne ich nicht. Das ist dein Schlüssel, Lasse, ich erkenne ihn. Also die ganzen Applikationen, natürlich ist das dein Schlüssel. Mann, du sollst nicht lügen, ihr sagt die Wahrheit. Ja, okay, dieser Scheißkontrolleur erwischt mich beim Schwarzfahren, nimmt eine Anzeige auf. Der hat's doch gar nicht anders verdient. Dieses Fahrrad war doch eh schon Schrott. Oh, mein Sohn, nein. Okay, gut, dann kann ich die beiden Fälle nämlich dann wunderbar zusammenführen, ne? Weil der, weil der Kollege, der sie da erwischt hat, der sitzt nämlich nebenan, ne? Wegen dieses beschädigten Fahrrads. Sag mal, Lasse, geht das noch? Soll ich mal den Puls fühlen? Ja, der Herold, der ist 17 Jahre alt, muss sich trotzdem für seine Tat verantworten, nämlich die der Sachbeschädigung. Manchmal ist Reden Silber und Schweigen Gold. Er hat sich hier quasi selber überführt. Und wieso bist du jetzt hier zur Wache gekommen? Das Problem ist ja, ich habe meinen Schlüssel da verloren, während ich das Fahrrad demoliert habe. Ich gehe ihm hinterher, wollte ihn... den Schlüssel irgendwie versuchen abzunehmen, sonst was, weil es ja mein Schlüssel ist, es fällt auf, wenn er weg ist. Und dann geht er halt hier zur Wache und scheiße gelaufen für mich. Der Schüler bereut seine Tat und hat sich bei dem Kontrolleur entschuldigt.